Sehr geehrter Herr Brehm, lieber Dr. Schön, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich im Museum Fünf Kontinente. Und ich freue mich, dass ich heute Abend nicht nur als Hausherrinworte des Willkommens sprechen darf, sondern auch mit einem kurzen Vortrag zum Programm des heutigen Abends beitrage. Auf Anregung von Dr. Schön lege ich den Fokus auf die Sieboldsche Sammlung, die zu den frühen Eingängen im Museum Fünf Kontinente gehört und heute noch gut ein Drittel des Japan-Bestands des Museums ausmacht. Philipp Franz Balthasar von Siebold ist den meisten von Ihnen bekannt, weshalb ich im Folgenden nicht ausführlich auf seine Vita und seine immensen Verdienste als Universalgelehrter des 19. Jahrhunderts eingehen muss. Sie erkennen ihn unschwer hier auf dem Altersporträt, links auf der Folie und ihm gegenübergestellt sehen Sie einen Blick in die Arkade im königlichen Hofgarten. Dort befanden sich die ersten Ausstellungen der ethnografischen Sammlung des heutigen Museums Fünf Kontinente. Der 1796 in Würzburg geborene, in holländischen Diensten stehende Siebold lebte von 1823 bis 1830 und von 1859 bis 1862 in Japan. Während beider Aufenthalte trug er umfassende Sammlungen materieller Kultur zusammen, von denen sich die erste Sammlung heute im Museum Volkenkunde in Leiden befindet, die zweite hier im Münchner Museum Fünf Kontinente. Letzteres blickt auf eine lange Geschichte zurück. Bereits in den 1820er Jahren gelangten auf Veranlassung des Bayerischen Königshauses erste ethnografische Sammlungen nach München. Maximilian I. Joseph kaufte Stücke aus den Expeditionen James Cooks und des russischen Weltumseglers Adam von Kusenstern. Und auch die 1817 bis 1820 im Auftrag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften durchgeführte Brasilienreise der Naturforscher Johann Baptist von Spix und Karl Friedrich von Martius war von ihm veranlasst worden. Zu diesen ethnografischen Sammlungen kamen Konvolute aus China, Indien und der Südsee, die Mitte des 19. Jahrhunderts privat von Maximilians Sohn Ludwig I. erworben worden waren. Als Teil der Vereinigten Sammlungen, zu denen auch Antiken aus dem alten Ägypten, Rom und Griechenland, eine europäische Waffensammlung und Elfenbeinschnitzereien gehörten, waren sie im ehemaligen Galeriegebäude im Hofgarten zu sehen. 1862 wurde dann der Naturforscher und wissenschaftliche Reisende Moritz Wagner zum ersten Konservator der ethnografischen Sammlungen ernannt, die damals im ethnografischen Kabinett der Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu Studien- und Forschungszwecken aufgestellt waren. Im selben Jahr kehrte Siebold von seinem zweiten Japan-Aufenthalt in die Niederlande zurück. Die während dieser Reise zusammengetragenen Gegenstände präsentierte er 1863 zunächst für mehrere Monate im Industriepalast in Amsterdam, wo sie auch der bayerische König Maximilian II. Besichtigte. Ein beabsichtigter Erwerb der Sammlung konnte jedoch durch den plötzlichen Tod des Monarchen, der wie bereits sein Vater die Gründung eines ethnografischen Museums in München beabsichtigte, 1864 nicht realisiert werden. Dass sich Ludwig I. bereits in den 1830er Jahren mit dem Gedanken trug, ein ethnografisches Museum zu gründen, geht es am Schreiben Siebolds an den König aus dem Jahr 1835 hervor, indem er sogenannte Doubletten seiner ersten Japan-Sammlung zum Kauf anbot. Hieraus sollte sich eine wissenschaftliche, durchaus enzyklopädisch angelegte Sammlung ergeben, die enthalten würde Gegenstände betreffend des Kultus, Sitten und Gebräuche, Gegenstände der Kunst, Erzeugnisse des Kunstfleißes, Gegenstände der Kunst, vorzüglich Malerei, Holzschnitt, Vasen, Münzen und Medaillen, eine Sammlung roher Produkte des Landes, Gegenstände der Landwirtschaft und der Gewerbe, Modelle von Maschinen, Gebäuden, Schiffen und dergleichen, sowie literarische Gegenstände, Bücher, Karten und Handschriften. Ebenfalls in diesem Schreiben legte Siebold seine Vorstellung von einem ethnografischen Museum dar, das ein Charaktergemälde gegenwärtiger Völker zeichnen sollte, mit dem Zweck, Kenntnisse von Ländern und Völkern im Allgemeinen zu verbreiten, aber auch den Handel zu fördern.
Zur Gründung eines ethnografischen Museums in München kam es zum damaligen Zeitpunkt aus unbekannten Gründen ebenfalls nicht. Anzumerken sei an dieser Stelle noch, dass Siebold wohl einige der sogenannten Doubletten im Nachhinein seiner zweiten Sammlung zuschlug. So stammt von Siebolds ersten Aufenthalt in Japan 1823 bis 1830 ein Album mit 110 Volkstypen von Kawahara Keiga, der in Nagasaki ein Atelier unterhielt und im Auftrag Siebolds dokumentarische Bilder von Menschen, Tieren und Pflanzen anfertigte, die Siebold für seine wissenschaftliche Arbeit, insbesondere seine angedachten Publikationen, nutzen wollte. Aber kehren wir zurück ins Jahr 1864. Siebold verlegte zu diesem Zeitpunkt seine Sammlung, nachdem er aus niederländischen Diensten ausgeschieden war, in seine Geburtsstadt Würzburg, wo man ihn für die Ausstellung der Sammlung Räume in der Max-Schule zur Verfügung stellte. Vermutlich während einer Audienz bei König Ludwig II. Am 8. September 1864 bot Siebold dem König die Sammlung zum Kauf an und wies auch bei dieser Gelegenheit wieder auf die Bedeutung der Gründung eines ethnografischen Museums hin. Und obwohl die Sammlung 1865 von Moritz Wagner und dem königlichen Ministerialrat Gustav von Bezold begutachtet, geschätzt und dem Erwerb formell zugestimmt wurde, kam es dennoch zu keinem Ankauf. Als Siebold die ihm in Würzburg zu Ausstellungszwecken zur Verfügung gestellten Räume wegen Eigenbedarfs räumen musste, konnte er seine Sammlung wohl auf Vermittlung Moritz Wagners im Mai 1866 als das Sieboldsche Museum im Treppenhaus und in zwei Sälen des Galeriegebäudes im Hofgarten präsentieren. Die Räumlichkeiten waren durch die Auflösung der Vereinigten Sammlungen ab 1866 frei geworden und wurden Siebold unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Siebold selbst verstarb nur wenige Monate später, am 18. Oktober 1866 in München. Auch als 1868 die ethnografische Sammlung im Galeriegebäude unter Leitung Moritz Wagners ihre Tore öffnete, nachdem die außereuropäischen Teile der Vereinigten Sammlung mit den frühen ethnografischen Konvoluten Cook, Kosenstern und Spix Martius vereinigt worden waren, verblieb das Sieboldsche Museum an Ort und Stelle. 1874 schließlich erwarb der Bayerische Staat mit Zustimmung Königs Ludwig II. Die Sammlung von Siebolds Witwe Helene für die stolze Summe von 50.000 Gulden auf 12 Jahresraten verteilt. Die nachfolgenden Folie soll Ihnen einen Eindruck von den Räumlichkeiten und der Art und Weise der Sammlungspräsentation im Galeriegebäude vermitteln. Die beiden Aufnahmen der Ausstellung der asiatischen Sammlungsbestände entstanden im Jahr 1912. Siebold-Objekte sind auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Vermutlich, da Wagners Nachfolger Max Buchner die Sieboldsche Sammlung als eher durchschnittlich betrachtete. Zudem hatte Buchner 1889-90 auf einer Weltreise über 4000 Objekte aus Asien, der Südsee und Australien für das Münchner Museum erworben, denen er offensichtlich für Ausstellungszwecke den Vorrang gab. Wenn man genau hinschaut, dann sieht man auf dem linken Bild, das zweite große Hausmodell ist derzeit ausgestellt in unserer Sonderausstellung mit Malereien des Malers Wilhelm Heine. Und auf der rechten Seite, dann sieht man hinter den Waffen, die hinter diesen beiden großen Figuren stehen, die Malereien von Heine präsentiert. In seinen 1919 erschienenen Erinnerungen, eine orientalische Reise und ein königliches Museum, ließ Max Buchner kaum ein gutes Haar an der Sieboldschen Sammlung. Sie begann mit Esswarenmustern, die sehr bald verderben durften, Suppennudeln und Dörrgemüse, Sojatunken und anderen Würzen. Ja, auch Schießpulver in einer Schachtel wurde von mir noch weggegossen. Dann kamen Industrieartikel bis hinauf zu Lackarbeiten, von denen mehrere auffallend gut sind. In den vielen keramischen Stücken ist nur wenig museumswert. Ganz gewöhnliche Töpferwaren in einer Unzahl von Doubletten bildet den Hauptteil. Am meisten tritt der Mangel an Kunstsinn in den Malereien vor. Viel zu viele Kakemono sind von schlechter Beschaffenheit. Neben wenigen Stücken, die wohl nur ein Zufall sind, besteht die Hauptmasse aus dem bescheidensten Stümperwerk. Sie werden nachher noch Gelegenheit haben, sich selbst ein Urteil über die Sieboldsche Sammlung zu bilden. Allerdings ist es Buchner hoch anzurechnen, dass er 1901
für eine systematische Erschließung der Sieboldschen Sammlung Hara Shinkichi für 2 Monate nach München holte, der seit 1896 als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe tätig war. Dieses Beispiel zeigt eine Blumenvase, die von Shinkichi wie folgt katalogisiert wurde. Hanaike, Blumenvase aus gelber Bronze mit einem Drachen im Relief, bezeichnet Nanki Chuso, das heißt gegossen in der Provinz Kii. Man sieht sehr schön, wie sich der Drache hier um den Hals des Gefäßes legt und auf der Schulter haben wir einen sehr schön gearbeiteten Wolkenkragen. Noch bis 1924 verblieben die ethnografischen Sammlungen im Galeriegebäude im Hofgarten, bevor das Museum unter Lucian Schermann an seinen heutigen Standort in der Maximilianstraße umziehen konnte. Das alte Galeriegebäude war bereits um 1900 in baulicher Hinsicht kaum mehr den Anforderungen eines Museums gerecht geworden. Max Buchner charakterisierte die Räumlichkeiten in seinen Erinnerungen wie folgt. Die Gefährlichkeit des Museums gab sich zunächst als Winterkälte bis in den Münchner Sommer hinein. Es war merkwürdig, wie in ihm diese Minustemperatur sich so hartnäckig halten konnte. Solange es schneite, ließen die Stiefel der Besucher häufig Spuren davon zurück, die ungeschmolzen liegen blieben. Und Schnee kam auch noch durch die Fenster und sogar bis in die Schränke, da beide oben Löcher hatten, ohne dass den Museumsdienern das bemerkbar gewesen wäre. Mehr als einmal lagen während des ersten Winters Schneehäufchen neben Museumsschätzen in den scheinbar verschlossenen Schränken. Es herrschte beständig in den Sälen eine dumpfe Gruftatmosphäre. Wenn der liebliche Frühling kam und draußen bereits die Bäume grünten, zeigte der harte innere Winter eine neue schöne Seite. Dann fiel es den Dienern ein, die wenigen Fenster ganz zu öffnen, die überhaupt zu öffnen waren, um etwas Wärme hereinzulassen, auf die Gefahr hin, dass man sie nicht wieder schließen konnte. Und die lieblichen Frühlingslüfte verdichteten dann ihre Feuchtigkeit schnellstens an dem erkalteten Inhalt. Dann krümmten sich die hängenden Bilder, die japanischen Kakemono, zu halbzylindrischen Konvexitäten. Die Gläser der Schränke beschlugen sich und ebenso drang die Feuchtigkeit durch deren gleichfalls klappende Türen bis in die innersten Räumlichkeiten. Es ist anzunehmen, dass auch das Sieboldsche Museum mit diesen Widrigkeiten zu kämpfen hatte. Zudem vermittelt der in den 1880er Jahren gedruckte Katalog des Ethnographischen Museums, den ein von Siebolds ältestem Sohn Alexander und dessen Sekretär Saito Kenjiro erstelltes Verzeichnis, vermutlich aus dem Jahr 1867 zugrunde liegt, einen recht guten Eindruck von der damaligen Präsentation der Sieboldschen Sammlung, die im Treppenhaus und 2 weiteren Sälen ihren Platz gefunden hatte. In der Treppenhalle befanden sich in Wandschränken Erzeugnisse des Tier- und Pflanzenreiches, Papier und Papierzeuge, Schnitzwerke von Holz, Modelle, wasserdichte Kleider, ethnografische Gegenstände der Ainu, Stroharbeiten, Glas- und Steinarbeiten, Metall-, Seiden- und Baumwollzeuge, Holzarbeiten sowie 41 Bilder, die im Treppenhaus an den Wänden hingen. Die Fülle der einzelnen Räume und Schränke lässt sich bereits hier erahnen. Übersichtlich fällt die Anzahl der Schnitzwerke von Holz mit insgesamt 6 Nummern aus, von denen 2 Nummern heute fehlen bzw. deren Verbleib unbekannt ist. Eine japanische Dame auf Holz gemalt und die Darstellung eines reichen Mannes. Damals wie heute sticht der reich beschnitzte und farbenfrohe gestaltete Stellschirm mit seinen Blumen- und Vogeldarstellungen ins Auge, der ein klassisches Bildformat der japanischen Malerei darstellt. In 4 Paneelen sind hier unterschiedliche Vögel mit Pionien und Kirschblüten dargestellt, während im unteren Teil des Stellschirms Vögel an Gewässern zu sehen sind und im oberen Teil ein Drachenfries den Stellschirm schmückt. Ebenfalls auf dieser Folie zu sehen ist eine Figur des tapferen General Kano, angeblich aus Tannenholz, sowie der Gott der Langlebigkeit Jurujin in Begleitung eines jungen Kindes, sowie ein Knabe, der eine Kalebasse wahrscheinlich mit Sake gefüllt trägt. Ebenfalls im Treppenhaus in Saal 1 präsentiert waren Modelle in 7 Nummern. Heute fehlen das Modell eines Bauernhauses sowie 6 von ehemals 8 Fischerbooten, die als eine Nummer zusammengefasst wurden. Bemerkenswert ist das große Modell eines japanischen Landhauses,
das eine Nachbildung des Sieboldhauses in Narutaki, heutigen Nagasaki, darstellt, welches Siebold bereits in den 1820er Jahren dank Sondererlaubnis erwerben konnte und in dem er seinen Unterricht für japanische Schüler und andere Wissbegierige abhielt. Hier auf der Folie rechts zu sehen. Der zweite Saal widmete sich vor allem der reichen Lachssammlung, die Siebold während seiner zweiten Reise zusammengetragen hatte, sowie Waffen wurden in diesem Saal präsentiert, die nicht in Schränken, sondern wahrscheinlich frei ausgestellt gezeigt wurden, wie wir das auf diesen beiden Abbildungen von der Hofgartengalerie bereits gesehen haben. Als besonders wertvoll bezeichnet der Katalog des Ethnographischen Museums ein Kasten für Papier, den Sie auch hier bei dieser Zusammenstellung der insgesamt 21 Objekte bzw. der 12 Nummern sehen, die in Schrank 1 des zweiten Saales präsentiert wurden. Davon fehlen heute lediglich 4 Nummern, die getauscht, verkauft oder derzeit nicht aufzufinden sind, was unter anderem Kriegsverlust bedeuten könnte. Der als wertvoll bezeichnete Papierkasten ist hier zu sehen, der begleitet wird von einem Schreibkasten im kleineren Format. Beide Kästen zieren Greifvögel, wobei auf dem großen Kasten sehr schön zu sehen ist, wie der Vogel, der auf einem Pflaumenbaum, einer Ume sitzt, auf einen kleinen Vogel auf dem unteren Teil des Kastens herabblickt. Der Stamm des Pflaumenbaumes ist in stark erhobenen Takamakie gearbeitet. Und wenn man sich die Astlöcher anschaut, dann sieht man, dass hier Glanzpunkte über das Einsetzen von Goldfolie gearbeitet wurde. Oberhalb des Wassers sieht man nochmal ganz dezent Bambus hervorwachsen. Wenn man dann einen Blick auf den daneben gezeigten Schreibkasten wirft, den Susoribako, dann sieht man, dass hier der Greifvogel auf einer Kiefer sitzt. Gemeinsam stellen beide Kästen damit die sogenannten drei Freunde des Winters der kalten Jahreszeit dar. Und auf der unteren Darstellung sehen Sie dann eine Innenansicht des Schreibkastens mit einem wunderschön wolkig gestreuten Golddekor und wahrscheinlich einer Wachtel, die im Fluss schwimmt unter Herbstgräsern. Sie sehen dann die Fülle im Saal 3. Buddhistische Altäre, wahrscheinlich handelt es sich um einen buddhistischen Altar, der frei im Raum präsentiert wurde. Sie haben Schränke, die mit Kleidern und Stickereien, Toilettartikeln, Porzellangegenständen ausgestattet waren. Kleider, Kostüme, Kultusgegenstände des Buddhismus und der Shinto-Religion, Musikinstrumente, Metallarbeiten, Unterhaltungsspiele, Handelsmasse, Instrumente für Heilkunde und Hausgebrauch sowie Schränke mit insgesamt über 200 Nummern japanischer Bücher sowie Münzen und Denkmünzen und 134 Bilder, vor allen Dingen Rollbilder, Malereien, die in den Sälen 2 und 3 an den Wänden präsentiert wurden. Eine Auswahl der 35 Nummern, die in den Schränken 21 und 22 präsentiert wurden, allesamt Metallarbeiten in Form von Plastiken, Räuchergefäßen, Asche- und Kohlebecken, Leuchter, Schreibutensilien und Blumenvasen, sehen Sie hier auf dieser Folie noch einmal zusammengefasst. Und Sie sehen ganz unten links in der Ecke auch die von Hara 1901 beschriebene Blumenvase, die im Katalog der Sammlung Siebold im Galeriegebäude als eine Bronze von heller Farbe für Blumen beschrieben wird. Zu guter Letzt möchte ich Ihnen auch eine Auswahl der in den Sälen 2 und 3 präsentierten Malereien zeigen. Hier gibt es, glaube ich, die größten Verluste in der Sammlung. Den Bestand müssen wir in jedem Fall noch einmal überprüfen, weshalb es meiner Meinung nach schwierig ist, die Qualität der Sammlung zu überprüfen. Sie sehen, es gibt buddhistische, religiöse Malereien, genauso wie Porträtbilder, einmal einer verheirateten Frau, eines Samurai und eine sehr hübsche Darstellung von zwei Damen, die durch den Sturm eilen. Besonders nett ist auch die Darstellung der berühmten verheirateten Felsen in der Nähe des Ise-Schreins von Obabe Sessai, einem Maler und Priester des äußeren Schreins von Ise.
Sollten Sie jetzt Lust bekommen haben auf japanische Kunst, dann darf ich Sie einladen ganz herzlich in unsere aktuelle Sonderausstellung Rinpa Feed Manga, die wirklich großartige Werke der bekanntesten Rinpa-Künstler Japans und Ito Chacho erstmalig in Deutschland präsentiert. Vielleicht nehmen Sie sich morgen einmal die Zeit und werfen einen Blick in diese fantastische Ausstellung, die natürlich auch Neuinterpretationen der traditionellen Werke mit Hilfe von Manga- und Anime-Darstellungen präsentiert. Dieses Mal nicht Siebold. Ich kann nur sagen, leider wie im Jahr 2020, als wir unsere Siebold-Ausstellung auch früher aufgrund von Covid schließen müssen, sind wir jetzt leider mit 2G+ auch wieder gebeutelt. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn Sie sich in die Ausstellung wagen. So einen ungestörten Kunstgenuss werden Sie sicherlich nicht noch einmal erleben. Vielen Dank.